Kennt ihr es? Ihr wollt mal wieder durch Himmelsrand reisen, steht aber vor verschlossenen Türen oder Truhen? Egal, ob Novizenschloss oder Meisterschloss, in diesem Video wirst du erfahren, wie du wirklich jede Tür und Truhe aufbekommst. Und zwar geht das mit dem Skelettschlüssel. Wie ihr hier schon seht, hat der ein sehr niedriges Gewicht und auch keinen Wert. Das liegt einfach daran, einerseits, dass es ein dätisches Artefakt natürlich ist, aber es ist auch ein Questgegenstand. Wie man die Quest bekommt etc. werden wir uns natürlich dann im Laufe des Videos noch anschauen. Nun wollen wir uns zuerst mal noch anschauen, wie wir ein solches Schloss mit dem Skelettschlüssel überhaupt knacken können. Für dieses Beispiel habe ich einfach eine Händlerschatulle in Rifton ausgesucht. Und hier sehen wir, dass einfach anstatt des Dietrichs der Skelettschlüssel eingesetzt wird. Vorteil, der Skelettschlüssel kann nie kaputt gehen und das Schlossknacken wird dennoch hochgelevelt. Ebenfalls können wir dies natürlich bei jeglichen Truhen, aber auch Türen einsetzen. Wie hier bei der Tür zu Belitors Laden. Die Quest, in der ihr den Skelettschlüssel erhaltet, gehört zu den Quests der Diebesgilde und ist eine der letzten Quests. Deshalb werde ich erstmal für die, die noch nicht in der Diebesgilde sind, zeigen, wie man der Diebesgilde beitreten kann. Wenn ihr schon Mitglied der Diebesgilde seid, dann könnt ihr das einfach überspringen. Um der Diebesgilde beizutreten, müssen wir erstmal mit Brynjolf reden. Der befindet sich in der Regel einfach am Marktplatz in Rifton. Er beauftragt uns nun damit, einen Ring zu stehlen und den Brandschei unterzujubeln. Während wir dies machen, sorgt er für Ablenkung. Geduld, Brandschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte... Haben wir diese Quest erfolgreich ausgeführt, reden wir wieder mit Brynjolf. Er gratuliert uns und bietet uns an, in den Rattenweg zu kommen, um dort weitere Quests und Aufträge zu erhalten. Also begeben wir uns nun in den Rattenweg. Dazu müssten wir erstmal am Marktplatz herumgehen, über diese Brücke, und dort sehen wir schon die Treppe nach unten und genau die müssen wir jetzt auch nehmen. Und wenn wir nun diese Treppe nach unten gehen, sehen wir schon links den Eingang in den Rattenweg und genau dort werden wir jetzt hineingehen. Der Rattenweg ist an manchen Stellen sehr verwinkelt und beherbergt auch einige mehr oder weniger freundliche Kreaturen. Dennoch findet man den richtigen Weg relativ leicht. Und am Ende kommt man in einer etwas größeren Kammer an, von wo aus wir einerseits in die zersplitterte Flasche kommen. Dort wartet Brynjolf dann auf uns. Allerdings sollten wir zunächst noch die Zugbrücke runterfahren, damit wir später einen leichteren Hin- und Rückweg haben. Haben wir die Zugbrücke runtergefahren, hält es nichts mehr davon ab, in die zersplitterte Flasche zu gehen. Und genau das wollen wir jetzt auch machen. Dort angekommen, müssen wir eigentlich nur noch mit Brynjolf reden. Der gibt uns dann eine weitere Quest, was dann im Prinzip die richtige Aufnahmequest in die Diebesgilde ist. Ich werde an dieser Stelle allerdings nicht mehr weiter beschreiben, wie ihr die Diebesgildenquest zu erfüllen habt. Ihr solltet die Diebesgilde einfach so weit spielen, bis ihr zu Nachtigallen werdet. Ab dort wird das Tutorial weitergeführt und ich zeige euch, wie ihr den Skelettschlüssel endgültig erhaltet. Diese Szene ist sehr einprägsam. Wenn ihr noch nicht so weit gespielt habt, würde ich euch empfehlen, das Video an dieser Stelle zuerst zu pausieren und erstmal die Diebesgilden-Quest so weit abzuschließen, bis ihr an dieser Stelle seid. Wurden wir nun zu einer Nachtigall, können wir mit Kalia reden, die uns nun die weiteren Pläne mitteilt. Sie erklärt uns, dass Mercer den Skelettschlüssel aus dem Dämmergrab entwendet hat. Wir müssen nun also zunächst Mercer finden und töten, um in den Besitz des Skelettschlüssels zu kommen. Mercer ist momentan dabei, die Augen des Falmers zu finden. Zwei sehr wertvolle Juwelen, die sich in einer Dwemer-Festung befinden. Und genau dorthin werden wir nun reisen. Vor der Dwemer-Festung warten einige freundliche Banditen auf uns, die wir natürlich sofort ausschalten. Und nun machen wir uns auf den Weg in die Dwemer-Festung. Im Folgenden, wie ich in fünffacher Geschwindigkeit die Dwemer-Festung durchspiele mit Benny Hills im Hintergrund.
dieser beschwinglichen Mucke sind wir ja nun in der letzten Kammer angekommen und wir sehen schon, wie Mercer nun das letzte Auge des Falmers herausnimmt. Und da ist es schon runtergefallen. Und ja, wer hätte es gedacht? Nun bemerkt er uns natürlich auch. Und ja, was als nächstes kommt, kann man sich ja schon fast denken. Natürlich lässt er erstmal hier alles einstürzen. Aber unsere nächste Aufgabe ist es, gegen ihn zu kämpfen. Und ich würde sagen, genau das machen wir. Ich habe einige Anläufe gebraucht, aber ja, ich würde sagen, los geht's. So, ja, meine Taktik in diesem Kampf ist eigentlich ganz einfach. Und zwar versuche ich es erstmal mit Giften. Das macht mir ja sonst so selten. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich nutze Gifte eigentlich fast nie. Also dachte ich mir, nehme ich hier mal ein Gift. So. Einfach mal noch ein bisschen hier reinhauen und ja, man sieht schon, er zaubert sich gerne mal unsichtbar. Ist etwas problematisch, aber das eigentliche Ziel ist abwarten, bis er wieder sichtbar wird. Man sieht auch oben die Kartenmarkierung, wo er sich gerade befindet. Dadurch ist es nicht so schwierig. So, jetzt ist er auch noch runtergefallen, der Taugenichts. Ah, jetzt rennt er hier wieder weg. Ah, jetzt ist er wieder unsichtbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ihn im unsichtbaren Zustand treffen kann. Könnte schon sein, aber es ist auf jeden Fall sehr schwierig. Man kann ihn auch leicht sehen. Aber, naja. Ich würde einfach warten, bis er wieder sichtbar wird. Dauert meistens nicht so lang. Er läuft auch immer etwas blöd rum. So, jetzt muss er gleich wieder kommen. Ja, immer schnell speichern. Das ist das Beste. Jetzt ist er da gewesen. So. Er hat auch so einen schönen Zauber, der uns dauerhaft Lebensenergie abzieht. Und nun haben wir ihn schon besiegt. So, und jetzt ist hier die Hölle los. Und wenn wir reinschauen, sehen wir hier schon mal linkes Auge der Falmer. Einen Wert von 2500. Und wir haben den Skelettschlüssel und auch eine ganze Menge anderes Zeug. Und da auch noch das rechte Auge des Falmers. Eines der Augen kann man bei dem einen Typ in der Diebesgilde abgeben. Dem Delvin, glaube ich, heißt er. Da kriegt man auf jeden Fall auch mal ordentlich Gold für und das andere kann man einfach verkaufen. Genau, das war es eigentlich soweit, ja. Jetzt schaue ich hier, ich glaube, mein Gewicht war zu, meine Traglast war überschritten. Das heißt, ich muss hier irgendeinen Müll da lassen. Jetzt schauen wir aber, wie wir aus diesem ganzen Dungeon wieder rauskommen, denn nun kracht uns hier die Decke ein und ganz viel Wasser kommt von oben runter. Ja, wie wir hier vor unserem sicheren Tod entkommen können, ist eigentlich ganz einfach. Einfach warten, bis das Wasser weit genug gestiegen ist, dann kann man oben über die Öffnung hinausschwimmen. Und währenddessen kann man noch ein paar Falmer hier ausrauben. Ach, ist das schön. So. Hier kann ich auch noch alles mitnehmen. Das ist nämlich hier mein Tipps und Tricks Charakter. Mein Tutorial Charakter. Der ist auch noch nicht ganz so weit, aber mittlerweile ist er auch schon Stufe 17, glaube ich. Es geht voran, es geht voran. Genau, und hier sehen wir schon, das Wasser steigt. Und ja, da oben ist eine Öffnung, die sieht man jetzt noch nicht so ganz. Aber nach und nach kommen hier auch immer mehr Wasserfontänen. Also, das Wasser steigt schon, hier kommen wir nicht immer raus, das Tor ist zu. Wenn es aufgehen würde, würde da aber ein ordentlicher Wasserschwall rausgehen. So, ja, Falmeraugen können wir auch nicht mehr anbringen. Zunächst dachte ich, vielleicht ist so ein Geheimgang im Kopf, das wäre richtig cool gewesen, aber leider nicht. Das wäre wirklich toll gewesen. Da oben sehen wir schon, da wird dann die Öffnung freigekommen, glaube ich. Dass es da war, hier, unsere Gefährten sind auch noch dabei, könnten wir zum Glück auch schwimmen. Wäre blöd, wenn die noch nicht schwimmen könnten, da hätte man jetzt doch ein Problem gehabt. Da lösen sie, glaube ich, halt die Steine. Und damit ist hier der Weg frei. Genau, einfach warten, bis das Wasser weiter steigt und nach oben. Und sobald wir dies geschafft haben, sind wir eigentlich auch wirklich fertig. Wir haben ja den Skelettschlüssel schon in der Tasche. Jetzt ist das Problem, die weitere Quest sagt uns, dass wir den Skelettschlüssel zurückbringen sollen. Danach haben wir ihn allerdings nicht mehr. Ist ja fast logisch, wenn wir ihn zurückbringen. Und deshalb empfehle ich, einfach die Quest noch nicht weiterzumachen. Das ist die Quest, wo ihr dann Anführer der Diebesgilde seid. Wenn ihr das nicht unbedingt wollt, dann würde ich euch eben empfehlen, es einfach zu lassen. Den Skelettschlüssel zu behalten und dann eben Schlossknacken auf jeden Fall noch zu verbessern. Und dann, je nachdem, könnt ihr natürlich dann irgendwann die Quest auch noch
zu Ende bringen. Allerdings ist dann eben der Sledge-Schlüssel weg, also dann müsst ihr euch sicher sein, wenn ihr die Quest dann beendet. Das ist dann einfach in diesem Dämmergrab, wo ihr das zurückbringen müsst. Das werde ich jetzt auch nicht zeigen, weil es geht ja darum, den Sledge-Schlüssel zu bekommen, nicht ihn wieder loszuwerden. Und damit kann ich mich eigentlich an dieser Stelle auch verabschieden. Ich hoffe, dass bei euch alles auch soweit geklappt hat, wie bei mir, und dass ihr eine Menge Spaß mit dem Sledge-Schlüssel habt. Wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Tutorial oder ihr könnt natürlich gerne in den anderen Videos von mir auch vorbeischauen. Bis dahin, ciao!